Die sind in einer Entwicklung, nicht? Die sind natürlich noch nicht fertig wie eine Erwachsenenstimme, sind noch nicht so lang, noch nicht so leistungsfähig, können zum Beispiel, ein großer Fehler, der immer gemacht wird, dass mit Kindern zu tief gesungen wird. Die Kinderstimme liegt einfach höher, ja? Und da muss man aufpassen, dass man im Umfang angepasste Stimmen der Kinderstimme unterrichtet. Ein Land, in dem das Leben sprießt. Also ich mag es halt auch einfach in Gruppen auch zu singen und dann auch mit Freunden und auch es macht auch total Spaß auch einfach zu singen und auch unsere Chorfahrten oder sowas. Und halt auch wenn man eine Solorolle hat, das ist halt auch toll, wenn man dann singt und dann am Ende, wenn dann halt applaudiert wird und so, das ist auch toll. Ein Land mit einem großen Strom, ein Land mit immer gutem Lohn, Ägypten. Klar, dass die Brahms nicht zu Hause hören. Ja, das macht aber nichts. Ja. Sie haben es dann kennengelernt. Na, das ist was, was ich ganz wichtig finde, dass man in der Literatur wirklich ausholt, auch wenn die jetzt manchmal sagen, ah nee, das jetzt nicht. Und dann versucht man sie zu überzeugen, dass sie singen. Nua, nua, nu. Und in Ruhe nachatmen. Na, Hand auf den Bauch, das kann man auch gut hören. Ausatmen. Und lösen. Dann machen wir es nochmal.